hatte mit diesen Kartonstreifen einen elektrischen Widerstand. Dafür verwende ich diesen Graphitspüler. Nachdem das Lösungsmittel verdunstet ist, schneide ich ein Rechteck heraus. Der Widerstand ist fertig und jetzt kann man die erste Messung durchführen. Um den Widerstand zu verkleinern, glätten wir die Oberfläche. Nun kann man erkennen, dass sich der Widerstand wesentlich verkleinert hat. Desto näher man die Klemmen zueinander gibt, desto kleiner wird der Widerstand. Die Widerstände können in Serie oder parallel geschaltet werden.